Okidoki. Maiklon Folge 38. Aha. Hätten wir das. So. Okay. Gut. Nächste Folge, nächste Aktion. Oh, noch Holz umlassen. Lassen. Ja, können wir mittlerweile ein bisschen abernten. Die Melonen wachsen nicht unbedingt so gut wie gehofft. Fällt mir gerade auf. Will sagen, die wachsen irgendwie gar nicht. Scheinbar wachsen die hier wirklich nicht auf dem Zeug, ja. Müssen wir die mal woanders hin klatschen? Zum Beispiel. Ja, gute Frage. Gut, wir machen einfach mal wie folgt. Ich nehme mal kurz die hier weg. Das war genau falsch rum. Ich voll Depp. Die in der Mitte wollte ich doch wegnehmen. So, hier kommen sie wieder hin. Okay. Und jetzt können nämlich hier an den Rändern können jetzt die. Wo sind die hin? Momentchen mal. Die waren noch ausgewachsen. Kriegt man die da nicht zurück? Was zur Hölle? Ist das ein schlechter Witz, oder? Haben wir noch ein paar? Ach nee, oder? Oh nee, hier hinten definitiv nicht, aber doch klar. Och Gott, leck mich doch am Arsch. Oh Mann, ey. Keine Melone mehr da, wir müssen uns also neue kaufen. Das gibt's doch gar nicht. Nö. Ach, leck mich doch. Scheiß Maiklon, ich verfluche dich. Gut, jetzt warte, so lange können wir hier schon mal die anderen Sachen hier kultivieren. Ah, 6 Kartoffeln über. Ist doch mal ganz nice. Wow. Hat meine so Ding gewachsen. Die anderen hier lassen nicht auch noch Zeit. So. Na dann, ab, ach, gleich mal raus hier. Ab ins Dorfzentrum und dann, leck mich. Und dann holen wir uns erstmal das, was wir brauchen. Come with me and I give you what you need. What you need. Hier Melonen, nee, ne? Ja. Ach Mann, jetzt muss ich echt ins Dorfzentrum rumlaufen. Ja, ich weiß, ich könnte auch den Spawnbefehl benutzen und ich könnte mich auch mit Home zurück teleportieren, aber nein. Wenn wir schon verkacken, dann müssen wir es auch ausbügeln. Die Bahnstrecke ist übrigens auch neu. So. Weiß ich gar nicht mehr, wie die Spocken belohnen.
Also mindestens unten am Markt müsste es welche geben. Hier können wir natürlich auch reingucken, aber darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich Lust. Hier gibt es bloß Kürbisse. Hier geht's mir los. Yay! Fuck, ich dachte, ich komme da rüber. Na gut, erstmal gucken wir, ob es hier legal zu kaufen gibt. Harrys Marktstand. Mal gucken, ob er mehr hat, Melon hier. Rote Beete. Melon! Zum Preis von. Ah, da siehst du, jetzt reicht doch schon. Siehst du, passt doch schon. Was? Nein! Ach, da, kaufen. Ja, wir lesen keinen Kampfvorteil. Eigentlich hätte noch viel gereicht, hätten wir einfach noch eine Generation abwarten können. Na gut. Jetzt haben wir 8, haben wir noch ein bisschen was auf Reserve. Kann ja auch nicht schaden. So. Dann laufen wir mal geschwind zurück. Schicker Park. Gefällt mir. Hier hat irgendjemand mal einen Baum gefällt und dann die Dinger da liegen gelassen. Hier auch. Ronny, der Gärtner. Gott. Ja, denn das ist normalerweise auch Dach, nur das Gebäude so weit weg, das lädt ja nicht, genauso wie da hinten noch ein Stück vom Gebäude fehlt. Ja. Das ist das Problem mit solchen großen Gebäuden, die werden leider nicht immer vollständig geladen. Oh Mann, ey. Ich will darüber. Thanks. So, wir haben Samen da. Hä? Okay, halt also zu. Heißt also, zum Einpflanzen brauchen die so einen aufgedingsterten Boden. Ist auch kein Problem. Soll mir recht sein. Okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Haben wir noch zwei Samen auf Reserve. Für den Fall, dass uns wieder ein Geistesblitz trifft und wir wieder die Dinger abbauen. So, 6 Kartoffeln. Wir sollen noch warten, bis da die Möhren sich ein bisschen weiterentwickeln. Möhre entwickelt sich zu Supermöhre. Wobei, nee, Möhre entwickelt sich zu Goldmöhre. Wohl Goldmöhren gibt's hier. Oder auch nicht. Wahrscheinlich, weil wir noch kein Gold haben. Ich meine, wir haben noch kein Gold. Ja, Postblitz, haben wir kein Gold. Ha, lol. Okay. Die Frage ist, wo machen wir den Eingang hin in das unterirdische Bausystem? Machen wir hier noch einen weiteren Abgang nach unten? Oder was wir machen könnten, ich habe in meiner Mind-Test-Welt, habe ich bei dem Gebäude, bei dem Hotel, habe ich in der Mitte auch noch ein, also da ist ja in der Mitte diese Wendeltreppe, also diese Zickzack-Treppe nach oben. Und da habe ich auch noch eine nach unten, eine Treppe, die dann praktisch zu dem unterirdischen Hafen geht. Hier ist sowas nicht vorhanden. Das heißt also, wir könnten hier tatsächlich quasi hier dann noch so eine Treppe nach unten machen. Kommen wir praktisch hier so runter, lalala, und kann dann hier weiter nach unten und in so ein unterirdisches Höhlensystem. Die Frage ist, also es würde hier halt hinpassen, weil hier ist sowieso nichts in der Mitte. Das Problem ist, sowas passt nicht wirklich zum Hotel. Und ich meine, unterirdischer Hafen passt schon zum Hotel. Da hat man praktisch dann für die Urlauber, die direkt mit Schiff kommen, ist dann praktisch direkt eingangs ins Hotel. Nur so ein unterirdisches Höhlensystem ist dann hier wirklich vielleicht doch ein bisschen viel platziert. Ich weiß halt nicht, was ich mit der Grünfläche machen soll.
Und ich weiß nicht, wo wir unseren Eingang in unser unterirdisches Schulsystem machen wollen. Und ich weiß nicht, was hier ein Pferd zu suchen hat. Digga, was ist lange, bis du stirbst? Yay, alte Auszeichnung. Kuhschubser. Haben wir noch gar nicht so viele Awards, oder was? Schmied, Kuhschubser. Hey, wir hatten noch. Wir haben auch schon Brot gebacken. Na nun, wurden unsere Sachen zurückgesetzt? Ich hab doch hier an dem Server gar nichts gemacht. Diamanten. Ja, auf die Suche sind wir. Na gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ach so, siehst du, wir haben ja auch noch hinter unserem Haus haben wir ja hier auch noch diesen kleinen Höhleneingang. Vielleicht können wir den ein bisschen ausbauen. Wobei ich den lieber eher zubauen würde, als aufbauen. Oder wir nutzen den einfach so als natürlichen Einstieg, dass wir den praktisch einfach direkt so lassen, wie er ist. Dann würde ich quasi hier den Sand wieder wegmachen. Halt, nein, der bleibt. Der muss weg. So, da hat man hier praktisch einen natürlichen Einstieg zum Höhlensystem. Und genau dieses Höhlensystem werden wir dann jetzt quasi dann benutzen, um hier uns möglichst weit runter zu. Oh mein Gott. Runter zu arbeiten. Oh mein Gott. Runter zu arbeiten und dann praktisch. Oh mein Gott. Hier ist immer mehr Eisen. Und uns dann praktisch auch gleichzeitig damit den. Dann machen wir quasi kein richtiges Tunnelsystem, so wie wir in der Minecraft-Welt hatten, so mit Ausbauung von richtigen Tunnelröhren. Sondern wir nutzen hier praktisch so ein ganz normales Gewölbesystem. Digga, was geht? Ist ja genauso wie gestern hier mit dem Projektionfreiserver. Alles ausgelöscht, aber nichts abgebaut. Immer diese freundlichen Leute, die einem die ganze Arbeit abnehmen. So. Kohle gibt's hier auch. Das war nicht intelligent. Schließlich gibt es hier auf dem Server definitiv Monster, also böse Monster, die uns ans Leder wollen. Komm her. Wow! Oh, das war nicht so gut. Aber hier gibt's Kohle. Tja, also irgendwie ist das hier schon nice mit der Höhle, dass sie direkt so steil runter geht. Andererseits hätte ich aber doch persönlich doch eher gerne ein richtiges Höhlensystem, wo wir es gerade selber runterbauen würden. Das dauert dann wieder so ewig, weil ich meine, wir müssen quasi auf Magma-Niveau. Das heißt also, wir müssen 60 Blöcke runter. Und gleichzeitig ist aber unser Gebäude sehr... Oh. Nee, kann nicht sein. Doch, wir sind bereits auf Magma-Niveau. Ach du Kacke. gleichzeitig ist... Achso, ist was anderes. Das da. So. Gleichzeitig ist... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Gleichzeitig... Habe ich eine Erektion? Okay, gut. Lassen wir das. Ja, das ist definitiv natürliches Vorkommen von Lava.
hat hier keiner hingebaut. Das war schon vorher da. Okay, lassen wir das Lava hier. Ich könnte jetzt einfach mit einem Eimer mitnehmen, aber ganz ehrlich, wir werden noch mehr als genug Lava finden. Von daher würde ich jetzt persönlich erstmal sagen, fuck off. Hä? Oh, das Lava geht so ein bisschen weiter, als ich dachte. Wisst ihr was, dann nehmen wir mal hier ein bisschen den Sand. Ja, das war nämlich schon fast klar. Ja, das war mir auch klar. Ja, hier ist alles unterhüllt. Das ist also doch ein etwas größeres Lavasystem hier. Gut, dann gucken wir mal, wie weit das... Oh Gott, hier ist überall Lava. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ist das jetzt so intelligent, was ich hier gerade mache? Ich weiß es nicht. So. Gucken wir mal hier weiter. Oh Gott, jetzt auch überall Lava. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ey, ist ja doch ein richtiger Lavafluss. Wisst ihr was, dann bauen wir das Ding hier einfach erstmal aus. Hört das Lava auch schon auf. Das ist natürlich sehr nice. Wow. Bloß nicht reinlaufen, das wäre das Dümmste, was ich jetzt machen könnte. Wow, das ist auch ein bisschen gefährlich. Gut, da ist noch kein Lava. Wir haben Taler bekommen. Okay. Ja. Wir müssen die Lava erstmal bekämpfen. Bekämpfen. Alter, wie tief geht denn das? Aha. Ah, wir werden also ein bisschen brauchen, um das Lava hier ein bisschen abzudecken. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück haben wir hier dann direkt auch Diamanten. Oh Mann, Alter. Ach du Kacke. Na komm. Wie groß ist der Teich hier? Größer als wir lieb ist auf jeden Fall. That was she said. Okay. Ja klar, klar. Caro, ich verliere erstmal alles, was du hier irgendwie mal lieb und teuer gewonnen hast. Ja, so werden wir unsere Steine natürlich auch los. Wow, nicht nach unten bauen. Das ist hier echt das Dümmste, was man machen kann. Ja, der war jetzt zu weit weg. Aha, unter uns ist auch überall Lava. Was natürlich klar war. Oh. Oh Gott. Lässt er sich einfach echt nochmal nach oben gehen noch mal und Wasser immer mit runternehmen. Das wäre wahrscheinlich hier das Effizienteste. Wobei, nee, das wäre überhaupt nicht effizient, weil da hätten wir nämlich überall Obsidian. Dann müsst ihr erstmal Obsidian abbauen. Und das dauert noch länger. Von daher. Wie machen wir es am dümmsten? Ich glaube mal ein bisschen Geröll. Und mit dem Geröll kann man nämlich witzige Sachen machen. Man kann sich einfach in die Lava reinfallen lassen. Außer natürlich, man baut überall Flint ab statt Gravel. So. Jetzt können wir das quasi immer reinfallen lassen und damit dann praktisch
Digga, wie viel kommt denn da rein? Alter, wie tief ist das? Wir sind gefickt. Wir sind hart gefickt. Das, Alter, viel. Nee, ist zu tief. Okay, komm, das lassen wir hier. Das wird hier nichts Brauchbares. Weil wir müssen gerade das gesamte Zeug abschöpfen. Damit wir da was Brauchbares bekommen. Wobei beim Thema Abschöpfen fällt mir gerade was ein. Kann man, wenn man einen Eimer hat mit Lava, damit auch nochmal Lava abschöpfen? Das wäre tatsächlich genau das, was wir bräuchten. Das wäre zwar auch eine Verschwendung von Lava, aber so würden wir das Lava, das wir nicht brauchen, auch extrem schnell wegbekommen. Ich versuche mal hier hochzukommen. Ja, hier kommt man auch. Okay, sehr schön. Dann klaue ich mal ganz kurz einen Eimer von oben und dann, ja, schöpfen wir quasi das ganze Lava ab. Ich habe nur offiziell, offen gesagt, keinen Plan, wie wir jetzt hier wieder hochkommen. Kacke. Ja klar, Ronny. Baum mit den Eisenlumpen ab. Das ist doch genau das, was funktioniert. So, das war geplant. Und da packen wir jetzt hier ein bisschen Gestein hin. Machen wir eine richtig ordentliche Treppe hier. Einmal da fixieren und dann geht das hier hoch. Schön ordnungsgemäß mit Bauzaun und ja. So, es soll ja realistisch bleiben. Gut, wir brauchen einen Eimer. Da haben wir einen. Da kommt, wachst schon, ihr kleinen verkackten Möhren. Schon viel Gravel. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt hier den Eimer und jetzt nehmen wir hier einmal. Ja, es funktioniert. Okay, wir können also hier mit Lava gut abgraben. Sehr schön. Gut, dann kommt jetzt also das Ganze hier erstmal weg. Easy. Na komm! Hä? Was ist das denn? Achso, dann ist noch was. Ah. I don't like this. Leck mich. Da geht es einfach noch weiter. Okay. Da kommt jetzt eine Whisky-Move. Bedrock. Okay. Jetzt kann ich das hier in Ruhe abbauen. Dachte ich, ich hänge fest. Da kam gerade Ach du Kacke. Schön da oben bleiben.
Und wir haben auch ein weiteres Problem, weil hier kam nämlich gerade Lava. Heißt also, wir dürfen uns darauf gefasst machen, dass wir hier gleich im Lava stehen. Heißt also, alles, was ich gerade mache, ist komplett riskant. Das gefällt mir. Ja, genau so habe ich mir das Arbeiten vorgestellt. So, schön auf erhöhten Podest stehen. Genau, das meinte ich nämlich, dass überall Lava. Vielleicht sollte ich erstmal die gesamten Geröll hier mit Stein ersetzen. Na komm, ja. So, okay. Whisky-Bereich schon mal weg. Jetzt, komm hier. Ach, leck mich doch. Hallo? Ich schaff das nicht. Ich glaub das nicht. Nee. Geht doch. Okay, Bereich Nummer 1 abgearbeitet. Jetzt kommt Bereich Nummer 2. Das heißt, der Bereich hier. Das Problem ist, ich muss immer von oben und dann so schnell wie möglich abarbeiten. Damit ich es praktisch abarbeite, noch bevor es nachfließen kann. So. Okay, jetzt das Gleiche. Gut, wir machen jetzt mal Pause an der Stelle. Was ich praktisch mache, ist, ich grabe immer das Magma ab, setze es dann auf den unteren Block wieder hin und grabe aber den dann ab, noch bevor das obere denn nachgelaufen ist. Weil sobald das obere nachgelaufen ist, kann ich das nicht mehr abgraben, weil das ja fließendes Lava ist. Und das kann man ja nicht wegnehmen. Von daher muss ich immer sehr schnell abgraben, noch bevor das andere dann nachfließt. Das ist dabei immer das Schwierige. In dem Sinne, schau mit V.